So, damit hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ghost Masters. Wir sind immer noch dabei, wir müssen versuchen, den da irgendwie wegzukriegen. Ich habe keine Ahnung, wie. Hört sich eine Wand an. Ja, ist nicht mehr ansprechbar. Den kennen wir ja übrigens, der hat eins der Rituale gemacht. Schockfrost, den da mal. So. So. Todesanfall. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den letzten machen soll. Das Kraftfeld nervt halt ein bisschen. Ich meine, ich glaube, das ist auch der Sinn dabei. Der Dummkopf hält seinen Ehrgeiz für unüberwindlich, seine Erscheinung einzigartig. Unterbricht die Strahlen, damit ich unsägliche Rache fordern kann. Ich versuch's gerade, aber will nicht klappen gerade. Ja, der Automat ist natürlich Gewalt. Den besetzen wir mal. Ich meine, er hat's ja. Hat ja noch nichts anderes vor, also. Er ist zumindest ein bisschen schneller unterwegs. Ich weiß es leider überhaupt gerade nicht, was ich machen soll. Du machst mir wieder eine Obsession. Jetzt haut er ab. Ich weiß es echt nicht. Wie ich die Mission vorher gemacht habe. Ich setze mal hier einen kleinen Schnitt und werde mal ganz kurz gucken. So, da bin ich wieder. Ich habe natürlich was übersehen. Ich kann theoretisch
Ich weiß nicht, ob das echt geht. Wie soll denn das gehen? Und ich soll den irgendwie da dran binden an den Kerl da. Hm. Ich doch richtig liegen, jetzt müssen sie halt nur noch da oben hin. Das heißt Bruce Allen. Ne? Ja. Also ich muss die Geister daran binden. Vielleicht kann ich sie, wenn sie unter der roten Abschwörung sind, tatsächlich dran binden. Ich dachte, ich müsste erst die Anlage ausschalten, aber da habe ich mich wohl geirrt. Gut. Ist aber auch schon ein bisschen länger her, dass ich genau diese Mission spiele. Du machst mal einen starken Strom. Mit die da rein, da einfach mal ein paar Punkte wieder generieren. So. Da ist wieder einer ohnmächtig. Ach, die wurde wahrscheinlich eingeschläfert wieder. Wo sind sie denn? Meine. Unten war einer, da ist einer. Ach, da bist du. Der mir wieder aufwacht, hier Schlafwandler. Der da sitzt hier auch so ziemlich gemütlich hier rum. Das finde ich aber jetzt nicht so doll. Du machst mir mal einen Sirenengesang und lockst mir hier ein paar Leute an. Und das rannte sich sogar. Das Kind ist immer noch... Wo ist denn das? Aha. Wo soll das sein? Aha. Ich habe hier ein unsichtbares Kind rumrennen. Das finde ich so ziemlich dämlich. Obsession. Ich muss warten, bis meine Schlafwandler oben sind. Wo sind sie denn eigentlich? Wahrscheinlich im Keller. Nee. Rennen sie dann rum. Da. Da ist einer. Wo ist nochmal zwei? Starkstrom. So. Voll. Da sind beide Schlafwandler. Der eine ist wieder auf dem Weg nach oben. Wie ist das dann? Daydreamer. Ich hoffe, der wird oben dann auch oben bleiben. Ihr wisst schon, was ich meine. Angstschock. Gut. Er ist okay. Daydreamer ist doch oben, ne? Ja. Das heißt Hypnos. Kann ich hier dran binden. Und ihm hier sagen, dass er wandeln soll. Vielleicht kommt er hoch. Da ist mein zweiter. Der soll da schön da hochlaufen. Das ist eine gute Idee. Er muss unter die Absperrung. Dann ist alles gut. Hier guckt immer noch Fernsehen. Mann. Ist aber auch nicht viel, was er da guckt. Ein paar Gänge an. Witziger Kerl. Sind meine Träumis. Da, nicht runter. Danke.
Schlafwandler. Sehr gut. Deshalb sind die hier in dieser Mission, sind die echt gut. Ich mag dieses Pferd, dieses zweihufige Pferd. So, das ist der hier. Tatsächlich, ich kann ihn dran binden. Cool. Das heißt, er kann ihn jetzt aufwecken. Kann Solch damit weg. Vorsätzliche Demütigung muss mit zornvoller Verachtung bestraft werden. Ich, der Darkling, der Inbegriff des stinkenden Abgrunds sterblicher Bosheit, werde mich an ihrem süßen Verstand gütlich tun und ihre Seelen bis auf den letzten Tropfen leersaugen. Gut, dann tu das. Ich bitte drum. Jetzt haben wir endlich den Darkling. Mord. Seine Fessel. So. Und, das war alles zu tief. Jetzt können wir mit Harold richtig rumhauen. Kräfte, trojanische Pferde. Ihr beiden, ihr habt eure Schuldigkeit getan, aber ihr kommt ja nicht weg. Deshalb... Was ist denn... Sie setzt mal ihren Sirenengesang ein. So kann ich euch zurückholen. So, den Darkling können wir jetzt hier dran binden. Und ihm Tobsucht anfangen. So. Die Obsession wirken. Dark. So. Wäre das gemacht? Angstschock. Und damit tun wir mal ein bisschen Panik hier. Stormtern können wir auch noch hier dran binden. Also mit Starkstrom arbeiten. Ihn binden wir hier dran und auch Starkstrom. Damit gibt das ordentlich Punkte. Faszination. Damit holen wir uns noch ein paar Leute her. Und wir haben hier jetzt ein bisschen Party. Hier draußen kann ich die nicht binden. Der Darkling wird hier ordentlich aufheizen. Ah, es ist Regen. Oder sowas. Keine Ahnung. Ja, die Wahnsinnige noch mal in Wahnsinn treiben. Das ist gut. Das wird helfen. Stimmt. So. Tobsuchtanfall. So. Wieder. Den hier machen wir zum Schaltwandler. Dann kann er nämlich hier ein bisschen rum. Und kann Horroranblick setzen, sobald irgendeiner da ist. Der wieder eine Decke kriegen soll. So, Witch kann ich auch mal zeitweise auf die Bank schicken. So, Bark setze ich hier hin. Er darf ja rumschreiten, ne?
Ja, und Kräfte der gegenwärtigen Stufe. Ja, derzeit kann er nicht viel machen. Ihn hier setze ich hier hin. Und dann sollen wir die ersten drei machen. Einfach for the lulz. Wo ist mein Gestalt von? Wo ist Harrod? Wo bist du? Süße. Da bist du. Da hilfst du mir jetzt mal nicht viel, aber gut. So, ihr Bein lockt mal wieder hier ein bisschen an. Also. Übrigens mir da unten nichts, Harrod. Da können wir noch ein bisschen hebeln. Guck mal, da ist Bug. Hi, Bug. So. Hier eine Menge Wahnsinniger gerade rumrennen. So. Das Kind ist auch schon weg. Okay. Das ist aber nicht so schlimm. Das Pferd nehmen wir mal hier hinsetzen. Weather Witch. Für den Sirenengesang. Gestaltwandler. Und wir verwandeln uns in Jerry Flissel. Horroranblick. So, ihn hier können wir hier dran setzen und sagen. Hier und Taifu. Oh, da macht immer noch einer stark. Ach, der ist auch so ein bisschen unterwegs, ein bisschen allein. Jetzt die mal so ein bisschen stehen. Mal geht hier drinnen ein Taifun los. Hey, Bug ist da. Hi, Bug. Oh, der Laptop ist kaputt. Okay.
Moment, ich habe nur Kräfte der Gegenwart, nur wenn Sterbliche zugegen sind. So. Das macht auch das, was er soll. Ja, Bug? Willst du? Nicht? Hat gerade keine Kräfte. So. Der Gott. Schockfroste den. Den da auch gut. Die da. Nani! Och, komm schon. Bitte. So, den hetzen wir jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Danke. Wie ist sie eigentlich? Achso, sie rennt da oben rum. Hey, Professor. Ja, sie soll da runter. Strom. Sehr, sehr geil. Und Typhoon geht hier noch los. Oh, warte mal, das ist gut. Bug. Hier hin. Er müsste jetzt eigentlich auch weg sein. Da ist sie. Tu sie verscheuchen. Los. Sehr geil. Damit sind alle vertrieben oder wahnsinnig. So. Das war irgendwie nicht so geplant. Nein. So, sie muss noch weg. 1195. Ja. Ja. Und. Yes. Damit ist sie disappeared. Der irre Professor ist beseitigt, der Darkling befreit und Grafen Will hart zitternd der Mächte des Übernatürlichen. Dein Sieg ist ein wahrlich großer. Ja, das sehe ich genauso. Es waren super Schreie, 604.
Fluchten, Wahnsinn, 7. Ja, das sind ein paar gute Punkte. Gut, Zeit bin ich ein bisschen drüber, aber hey, komm vor. So, a Sick Puppies Game. Liegt was auf Boden. Director and Lead Game Design, Greg Barnett. So, Leute, damit würde ich sagen, wir sind bei den Credits angekommen. Wir haben Ghost Master durchgespielt. Das ist echt geil, das ist cool, mir gefällt das. Ist ein super, super Game. Wie ich auch gesehen habe, gibt es auch mittlerweile in Steam zu kaufen. Für jeden absolute Kaufempfehlung. Dieses Spiel macht unglaublich Spaß. Das hier ist jetzt mindestens der 6. Mal, dass ich es durchspiele. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Also ich werde definitiv noch viele, viele, viele Stunden in diesem Spiel verbringen. Es gibt diverse Wege, Geister zu befreien. Ich finde es unglaublich schade, dass leider das Projekt eingestampft wurde. Sick Puppy leider pleite gegangen ist. Genauso wie die anderen Entwickler, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Die Lizenz liegt, glaube ich, jetzt bei Ubisoft. Leider haben die gesagt, nee, sie werden keinen zweiten Teil machen. Das liegt daran, dass der erste Teil leider ein Nischenprodukt ist. Die Resonanz auf das Spiel war nicht groß. Das liegt allerdings nicht daran, dass das Spiel schlecht war damals schon. Es war eines der besten Spiele, die rausgekommen sind zu seiner Zeit. Ist leider zum falschen Zeitpunkt. Es ist praktisch so mitten in so einem Hype rein und wurde deshalb ziemlich übersehen und zu Unrecht in die Verdammnis geschickt worden. Deshalb alle... Es gibt keine Hinweise darauf, dass es hier jemals einen zweiten Teil geben wird. Schade, es gab zwar schon mehrere Petitionen. Die Niederlage der Ghostbreaker ist nicht so vollkommen, wie wir dachten. Um sich an dir zu rächen, haben sie den Grafen Will Express beschlagnahmt und ihn mit einer experimentellen Ätherbombe bestückt, die sie in der Stadt zünden wollen. Wird das mutierte Gewebe in der Bombe stimuliert, produziert es eine massive Schockwelle ätherischer Energie, die alles astrale Leben in der Stadt auslöschen kann. Der Zeitzünder der Bombe läuft bereits. Der Zug muss aufgehalten werden, bevor er den Bahnhof erreicht. Die Bombe muss gefunden und entschärft werden, bevor es zu spät ist. Das war der Ausblick auf Ghostmasters 2, der niemals kommen soll. Scheiße eigentlich. Hier sehen wir nochmal alle unsere Kapitel und ich habe den Bildschirm rausgeklickt. Das war nicht so gut. Egal. Schönes Spiel, schönes Spiel. Wir haben zwei Geister nicht. Ja, wir haben zwei Geister nicht. Hier, Bright und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den ich vergessen habe, weil ich Beben brauchte oder irgendwie was ähnliches. Musik auch klasse. Super Spiel, wie gesagt. Schade, dass das Projekt jetzt vorbei ist, aber es folgen auf jeden Fall noch viel, viele weitere Spiele. Und damit würde ich sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.